Also, ich habe mich jetzt mal hier hingekniet. Ich hoffe, die Straße stört jetzt nicht allzu arg, weil ich bin ja schon am Waldrand. Weil ich dachte habe, hier mit der Bank ist es vielleicht ein bisschen besser. Und zwar nehme ich mein Pilzmesser, also wird jedes Messer funktionieren. Und dann tue ich meistens erstmal anfangen mit der Bürste den groben Dreck von oben runter zu bürsten. Ich weiß nicht, ob ihr das hier gut seht. Also das kriegt man schon sehr gut hin, den Dreck hier runter zu bekommen mit so einer Pilzbürste. Und deswegen bevorzuge ich da natürlich Pilzmesser, dann ist es 2 in 1. Also hier den ganzen Dreck, der hier dran hängt, runter zu bürsten. Und unten am Stiel schneide ich immer so oberflächlich den Dreck weg. Und dann sieht man natürlich auch immer gleich noch, wie sehr befressen oder angefressen von Insekten oder durchfressen, wie auch immer, die Pilze sind. Also hier schön den Dreck unten, wo er in der Erde gesteckt hat, wegschneiden. Genau so. Und dann tue ich den Rest natürlich auch grob abbürsten. Zu Hause in der Küche wird natürlich noch das eine oder andere weiter weggebürstet. Aber hier an dem Pilz sieht man jetzt, dadurch, dass es ein ganz junges Exemplar ist, er hat noch gar keine Madenfraßgänge. Das wird man meistens hier sehen. Kann natürlich sein, dass irgendwo oben sich noch eine reingefressen hat. Aber also wenn man schon unten hier den Pilz so sieht, braucht man sich nicht keine Gedanken darüber machen, ob der irgendwie schon in der Eiweißzersetzung oder ähnliches durch diese Madengänge ist. Also es ist wirklich ein super Pilz. Der kommt dann wieder in den Korb. Den Korb leert man vorher mal noch vom restlichen Dreck aus, weil sonst hat man direkt wieder den ganzen Dreck dran. Schauen wir uns den hier noch an. Der ist jetzt oben gar nicht so dreckig. Da brauche ich einfach ein bisschen runterbürsten und dann auch wieder am Stiel den Dreck entfernen. Genau, ja. Hier sieht man dann das gleiche, ich zeige es euch, wenn ich es weggeschnitten habe, dass das ein oder andere Insekt da dran war. Das kann man dann ganz gut sehen. Hier ist noch, da ist noch Dreck. So, jetzt grob hier aus den Löchern raus. Jawohl. Was auch wichtig ist, dass eure Hände nicht dreckig sind, so wie meine jetzt, weil dann ist es eine endlose Putzerei. Hier sieht man jetzt so goldene Stellen. Also teilweise, wenn ich hier oben noch, da sind Insekten drin gewesen. Wenn sie so gelblich sind, wird es irgendwo ein Stück weit bedeuten, dass sie in der Eiweißzersetzung sind. Aber da der relativ weiß außenrum ist, kann man das ja jetzt auch gut rausschneiden und dann hat man diese angefressenen Stellen. Ich versuche das jetzt mal so über Kopf hier einfach weg. So, es ist hier nichts mehr gelb. Hier unten haben wir noch zwei, drei kleine Stellen. Die schneide ich jetzt auch einfach mal weg. So, zack, zack. Jetzt ist hier nichts mehr. Dann noch den restlichen Dreck wegputzen und endgültig in der Küche mache ich das auch noch mal. Ja, so ein guter Tipp ist halt nicht zu viel Wasser, nicht zu viel abwaschen, weil desto mehr Wasser im Pilz, desto, je nachdem, was man kochen möchte, desto schwieriger wird es. Ja, hier fahren sehr viele Autos und es ist relativ nah. Ich hoffe, es stört jetzt nicht so. Dann zeige ich euch gerade noch an dem Exemplar. Zeige ich es euch nochmal. Also jetzt relativ viel Dreck oben drauf. Dann gerade hier runterbürsten, bis er relativ sauber ist. Und wenn man das dann so weit von oben, also ich putze immer von oben nach unten sozusagen, damit ich nicht wenn ich jetzt von unten nach oben putze, dann hängt hier unten in den Röhren der ganze Dreck und das wäre noch schwieriger dann wieder wegzubekommen. So, und dann auch für den Pilz, weiß nicht, kann ich euch hier so zeigen, gehen wir mit dem Dreck weg, weil der ist so fest da dran, das ist ja teilweise eingewachsen. Das kriegt man mit einer Bürste, ja, vielleicht mit einer Stahlbürste oder so hin. Aber da ist es auch nicht schade darum, wenn man da ein bisschen wegschneidet. Also bei so einem großen Exemplar, da ist genug Pilz dran und zu viel Dreck irgendwie mitkochen. Ich glaube, das möchte keiner. Deswegen schneiden wir hier auch immer schön den eingewachsenen Dreck wieder raus. Jawohl. Zack. Hier noch das Wegbürsten. Da schneiden wir es auch noch weg. So. Dann haben wir auch hier wieder so ein bisschen eine gelbe Stelle von den Insekten. Die nehmen wir natürlich auch direkt hier weg. Weil sonst hat man, wenn man die Pilze zu Hause putzt, ganz viel Müll. Also was heißt Müll? Ganz viel Pilz, der dann noch in den Müll muss. Und hier im Wald, jetzt in dem Fall am Waldrand, normalerweise mache ich es im Wald, ist es halt dann besser aufgehoben. Da gehört es hin. Dann können die ein oder anderen Schnecken vielleicht
daran verzehren und nicht die frischen Pilze essen, dann freut sich vielleicht auch ein anderer Pilzsammler, dass seine Pilze noch besser sind. So, die restlichen Pilze putze ich dann noch jetzt ohne Video. Ich hoffe, soweit habe ich es euch mal jetzt ein bisschen näher gebracht, wie ich gerne die Pilze putze. Und ihr seht schon, ich bin sehr glücklich mit den Funden und meiner Frisur. Meistens, wenn ich glücklich bin, gehe ich in meine Haare und dann ist meine Frisur immer kaputt. Also wenn meine Frisur kaputt ist, in einem Intro von einem Video oder Outro, dann wisst ihr, das wird ein gutes Video.